Was fasziniert Sie an Politik? Politik heißt Lebenswirklichkeit gestalten, heißt Gesellschaft verändern, heißt Lösungen finden für die Probleme, die die Menschen betreffen. Und deshalb glaube ich, dass es nichts Spannenderes als Politik gibt. Was war Ihr politisches Schlüsselerlebnis? Ich bin eigentlich geprägt durch die Nach-68er-Zeit. Damals wehte der Zeitgeist links. Im Jugendzentrum war die Alternative, bist du Sozialist oder Marxist? Ich habe gedacht, das kann eigentlich nicht richtig sein, habe mir dann alle politischen Jugendorganisationen angeschaut und mich in der Jungen Union wohlgefühlt, weil die geistige Freiheit dort die größte war. Wer ist Ihr politisches Vorbild? Ich bin sehr beeindruckt gewesen damals von der Diskussion der neuen sozialen Frage, wie sie von der CDU geführt worden ist. Sie ist verbunden sicherlich mit der Position von Heiner Geißler. Ich habe in den späteren Jahren nicht alles nachvollzogen, was von Heiner Geißler getan worden ist, was er an Positionen vertreten hat. Aber zum damaligen Zeitpunkt war er derjenige, der für die Verbindung von Freiheit und Gerechtigkeit in ganz besonderer Weise gestanden hat, und das habe ich mir dann zum Vorbild genommen. Welchen politischen Gegner schätzen Sie am meisten? Einer, mit dem ich mich immer gerne auseinandergesetzt habe, auf der anderen Seite des politischen Spektrums in der Vergangenheit, war beispielsweise Wolfgang Clement. Er ist nicht mehr in der aktiven Politik. Ich bedauere dies. Ich glaube, das ist ein großer Verlust für die SPD. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Am ehesten entschuldige ich Fehler, die dadurch begangen werden, dass jemand die Komplexität von Zusammenhängen nicht kennt, dass jemand Entscheidungen treffen muss, ohne dass er über alle Einzelheiten informiert ist. Am wenigsten entschuldige ich Fehler, die auf Dummheit beruhen. Was würden Sie mit 3 freien Tagen am Stück anfangen? Meine Familie ins Auto packen und irgendwo hinfahren, wo ich die Hoffnung habe, dass uns keiner kennt. Wer oder was hätten Sie sein mögen? In meiner Kindheit habe ich immer darüber nachgedacht, ob ich nicht ein guter Sheriff werden könnte, der so ähnlich wie Matt Dillon in den rauchenden Colts für Ordnung sorgt. Ich bin dann später Richter geworden. Vielleicht hatte das mit dem ursprünglichen Berufswunsch zu tun. Ihr Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Der Herr der Ringe von Tolkien. Ich habe Tolkien immer schon gemocht, auch zu Zeiten, als er noch überhaupt nicht modern war, als man ihn praktisch noch nicht gekannt hat. Ihr Lieblingsfilm? Einer der Filme, die ich sehr mag, ist der Film Traumstadt von Johannes Schaaf. Das ist ein Film, den wahrscheinlich kaum jemand kennt. Es ist ein Film, der sich mit der Frage beschäftigt, wo endet grenzenlose Freiheit? Und sie endet im Chaos. Ihre Lieblingssendung im Fernsehen? Eine direkte Lieblingssendung im Fernsehen habe ich nicht, aber ich schaue mit großer Begeisterung jede Art von Sportsendung. Eine Ausnahme ist das Dressurreiten, das verstehe ich nicht. Wer gewinnt die Bundestagswahl? Ich bin mir sicher, dass der Gewinner der Bundestagswahl die CDU sein wird. Wir haben mit Angela Merkel eine überzeugende Regierungschefin, die die Geschicke der Republik hervorragend leitet, die eine hohe internationale Anerkennung hat, die sehr umsichtig die unterschiedlichen Interessen berücksichtigt. Deutschland ist bei Angela Merkel in guten Händen, und deshalb wird die CDU auch bei der Bundestagswahl erfolgreich sein.